Hallo liebe Grillfreunde, herzlich willkommen hier im Weber Original Store in Berlin. Mein Name ist Leon und ich möchte euch heute zeigen, wie wir ganz simpel und ganz schnell ein Buttermilchbrot machen. Wir haben die Zutaten schon mal vorbereitet. Wir haben einmal Haferflocken, Mehl, Natron, Meersalz und nicht ganz zu vergessen die Buttermilch. Zum Verfeinern haben wir Raclette-Käse, Serrano-Schinken und Rosmarin, Olivenöl und Salz. Jetzt vermischen wir alles. Zuerst das Mehl, danach die Haferflocken, das Salz, Natron und das schon mal verrühren. Wir haben uns für unser Teig für Natron entschieden, um dem Teig eine gewisse Fluffigkeit zu geben und den Teig nicht lange gehen zu lassen. Dazu geben wir langsam die Buttermilch mit dazu. Das Ganze lassen wir jetzt gut vermengen, dass der Teig nicht mehr am Boden kleben bleibt. Und dann geht's ans Grillen. So, wir haben hier schon mal unser Teig gut durchgemischt, haben den Grill schon mal aufgeheizt, so zwischen 200 und 250 Grad. Der Pizzastein ist schon warm. Wir haben darauf schon mal etwas Mehl verbreitet, dass wir unser Teig jetzt auflegen können. Deckel zu und der Teig braucht so 20 bis 25 Minuten, bis er fertig ist. Unser Buttermilchbrot ist schon fast fertig. Wir nehmen es jetzt aus dem Grill. 25 Minuten war es jetzt hier auf unserem Pizzastein. Wir schneiden jetzt unser Brot ein, dass schöne Würfel entstehen und verfeinern das mit Raclette-Käse, Serrano-Schinken und beträufeln das nochmal mit etwas Olivenöl und Salz. So, wir haben unser Pizzastein höher gelegt, um einfach eine Oberhitze zu erzeugen. Jetzt legen wir nur noch unser Brot drauf und warten, bis es fertig ist. So sieht unser Buttermilchbrot fertig aus. Viel Spaß beim Nachmachen. Viele Grüße aus dem Weber Original Store in Berlin. Bleibt gesund. Ciao.